Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge, und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Italia-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir begonnen, mit unserem schönen kleinen Ladewagen hier ein wenig Gras einzufahren von unserer schönen Wiese. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Und es geht auch hier wieder weiter mit der wunderschönen, ich habe jetzt in drei Sätzen 18 Mal wunderschön gesagt, italienischen Map von eben Edo. So, Mahlzeit, Leute. So, in dieser Woche bin ich auf der Gamescom, und zwar von Mittwoch bis am Samstag. Das heißt, ihr kriegt Folgen auf YouTube, daran ändert sich nichts. Allerdings sind die Streams ein bisschen später. Das heißt, Mittwoch bis Samstag erst so gegen circa 21 Uhr. Es kann auch mal noch etwas später werden, weil ich jeden Tag pendel von der Gamescom wieder zurück. Köln-Essen ist jetzt nicht so weit. Deswegen habe ich mich für die Variante entschieden. Das heißt, immer so ab 21 Uhr circa gibt es dann in dieser Woche Streams. Ansonsten ist am gestrigen Tage das Fermier-Pack erschienen. Ja, echt ein cooles Pack. Ich denke, das ein oder andere, zum Beispiel diese selbstfahrende Presse, wäre vielleicht sogar was hier für die Italia oder Hofbergmann. Hatte ich, glaube ich, auch schon in der Hofbergmann-Folge mal gesagt. Da gibt es ja verschiedenste Dinge, die man dort nehmen oder nutzen kann von. Mal sehen, ne? Vielleicht findet sich ja das ein oder andere hier auch auf der Map ein. Wir lassen uns da mal ein wenig überraschen, ne? So. Wir fahren mal hier ran. Ich schalte den Ladewagen mal ein. Dann sammeln wir jetzt hier die lange Bahn noch auf. Haben natürlich keinen Siliermitteltank hier dran. Das war auch das, was ihr geschrieben hattet, was halt, ja, hätte besser laufen können. Aber da wir ja hier eher mit kleineren Geräten unterwegs sind, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir es jetzt hier so machen. Denn so viel liegt jetzt hier auch nicht rum. Klar, man hätte den Ertrag da noch ein bisschen steigern können, aber nichtsdestotrotz war es, denke ich mal, eine, ja, sehr, sehr coole Sache. Und ne, man muss es mal gemacht haben mit kleineren Geräten. Ich denke, wir bleiben auch erstmal bei diesen kleinen Gerätschaften und werden dann auf kurz oder lang dann auch ein bisschen auf größeres Equipment zurückgreifen. Ich werde immer ein bisschen gucken, dass das hier auch immer zur Map passt, von den Geräten her. Also mit hier wird es auf jeden Fall keine großen 8Rs oder irgendwelche anderen Sachen geben. Ich denke mal, das ist für jeden auch so ein bisschen verständlich. Man möchte halt schon diesen Charme der Karte so behalten, wie es halt ist, ne? So, sehr gut. Dann fahren wir da mal rum. Sammeln wir jetzt die Bahn auf. Ich denke mal, so 2-3 Touren haben wir. Das sind insgesamt so 64.000 Liter. Wir müssen dann das Ganze natürlich auch wieder kalken. Und ich glaube sogar Bodenproben nehmen. Oder hatten wir die hier schon? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich gleich nochmal gucken. Ah, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Gras hier noch auf. Und das läuft hier echt gut mit dem Fiat, muss ich sagen. Da bin ich schon sehr zufrieden. So, da fährt auch wieder der Zug lang. Das heißt, die letzten Meter hier fahren wir auch soweit noch alles ein. Der Ertrag hätte natürlich größer sein können, ne? Aber ihr wisst ja immer so, wie es bei den Feldern ist. Es ist manchmal ein bisschen schwierig. Gerade wenn man neue Felder kauft, ist es dann so, dass man dort ja erstmal einen schlechteren Ertrag hat. Man kann immer noch ein bisschen was, ja, fixen, aber auf kurz oder lang, wenn man die Felder dann ein, zwei Mal komplett selbst und alleine bewirtschaftet hat, ist es dann auch rentabler. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir den Umweltbonus möglichst hoch halten. Wir spielen ja hier mit Seasons und auch mit, ach nee, wir müssen da hinten runter, ne? Und auch mit Precision Farming. Also mit beiden Mods. Und dann fahren wir jetzt hier nochmal in der heutigen Folge hier so ein bisschen Gras hin und her. Und so, dass wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal, dann auch mit dem Verdichten des Silos beginnen können. Gucken mal kurz. Hatten wir hier schon die Werte? Ach, guck mal, hatten wir sogar schon. Habe ich sogar schon alle? Nee, ne? Da habe ich noch gar nichts gemacht. Bodeninformation kaufen. Stimmt, das müssen wir dann auch noch machen. Deswegen haben wir noch gar nichts drauf. Und die Umweltbewertung ist halt auch unterirdisch, ne? So, sehr gut, sehr gut.
fahren wir zurück. Natürlich können wir auch ein bisschen Gras noch bei den Tieren hinpacken, also bei den Kühen. Das wäre halt auch nur möglich. Reicht ja auch erstmal, um die so ein bisschen glücklich zu machen. Aber ich fahre jetzt nochmal ein, zwei Touren in das Silo rein. Dann werden wir das Ganze noch ein bisschen verdichten. Wobei, mit dem Verdichten bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Weil mit dem Fiat werde ich es nicht machen können. Ich werde auf den Antonio Cardado zurückgreifen. Müsste doch mal die Zeit wieder auf einstellen. Weil ich gerade die Map vorher nochmal abgeflogen habe. Ne, weil ihr wisst ja immer, nach dem neuen Patch, der Patch 1.7 ist ja auch raus, gibt es halt immer die Löschung des Shader-Caches. Oder der wird komplett geleert und dann muss er einmal gefüllt werden. Am besten einmal Karte abfliegen oder einmal abfahren. Und dann läuft das Ganze. Aber ab und an kann es dann nochmal ein wenig ruckeln. Gerade wenn ihr die Map wechselt oder überhaupt das erste Mal nach dem Patch dann den LS startet. Ne? So. Fahren wir mal zurück hier. Können wir nämlich noch einiges reinfahren. Kommen wir hier hoch? Ne, nicht wirklich, ne? Da kommen wir schon gar nicht mehr hoch. Ich habe das aber auch blöd abgekippt hier, ne? Aber richtig blöd. Ich meine, der eine oder andere hätte auch geschrieben, dass dieses Silo gar nicht so toll ist. Ach, guck mal. Da kommen wir doch noch ran. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich den ganzen Spaß hier hinten reinkippen. Damit das hier auch noch ordentlich hoch wird. Hoffe ich zumindest. Ich weiß gar nicht auch, wie viel da reinpasst, ne? Guck mal, wir haben jetzt hier fast 50.000 Liter drin. Natürlich nur 1% verdichtet. Am besten ist es natürlich, wenn ihr immer direkt verdichtet. Wenn ihr da eine Fuhre reingefahren habt. Aber da es jetzt nicht so viel ist, wird es nicht so lange dauern. Hoffe ich zumindest, ne? Ach ja. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich verschätze. So, den Schweinchen geht's auch gut. Da müssen wir später nochmal gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen Futter besorgen. Ansonsten die Felder wachsen und gedeihen. Bodenproben müssen wir, wie gesagt, noch nehmen. Von den Feldern und die natürlich wegschicken. Dann kalken die Wiese und auch natürlich noch mit Dünger quasi ausbringen. Ah, sehr schön hier. Schöner sommerlicher Tag, weil auf Bergmann sind wir ja mittlerweile im Winter angekommen. Und mir macht die Map, auch wenn wir jetzt hier von dem Progress her noch nicht so weit sind, jede Menge Spaß. Und werden uns natürlich hier auch dann irgendwann noch weitere Produktionen gönnen. Vielleicht dieses Agriculture-Feld, was aber sehr, sehr teuer ist. Aber ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt kann man sich das dann irgendwann auch leisten, ne? So, hier haben wir alles schön fein säuberlich eingesammelt. Machen wir mal da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben, bei der Bahn. Das müsste die hier vorne sein. Ne? Jo, schauen wir wieder alles ein hier. Sehr gut. Ist echt ein Arbeitstier, der kleine Fiat. Ich denke mal, dass der Spade aus dem Fermier-Pack hier, glaube ich, ganz gut geeignet wäre für die Map. Also auch eher ein kleineres Gerät ist. Und vielleicht sogar diese selbstfahrende Ballenpresse. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das hier was für die Map wäre. So, fahren wir jetzt hier einmal einen kleinen Bogen. Ich fahre mal kurz hier die Ecken ab, weil die sind halt sehr, sehr, ja, ungeeignet, um die abzufahren. Ne? Hier haben wir auch noch ein bisschen Kram. Ich mache mal die Ecken jetzt hier oben fertig. Weil gerade beim Wenden, ne? Ihr seht das hier, ich fahre jetzt hier auch nochmal rüber, ist es manchmal schon ein bisschen schwieriger dann. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir wollen natürlich nichts verschwenden von dem wertvollen Gras, was wir da haben.
Da vorne liegt nur. Ah, der ist ein Vogel. Das sah halt so aus, als würde da auch noch was liegen. So. So, jetzt kann man hier schon mal ein bisschen besser wenden. Die Bahn auch noch, sofern die noch reinpasst. Und da vorne haben wir noch eine ganz dicke Schwart. Da kommt der Zaun schon ganz schön nah, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, ansonsten zerdellert man sich die Felge, ne? Die Bahn noch mal mit hier, die ist ein bisschen voller. Und dann denke ich, haben wir gleich noch eine Fahrt mit den Resten hier vom Feld oder von der Wiese und können dann beruhigt in der nächsten Folge das Silo verdichten. Ach guck mal, da kommen wir sogar noch mal rein. Das ist schön. Drehen wir mal hier komplett und fahren mal hier. Da kriege ich doch alles mit. Das wäre natürlich nice, ne? Da bräuchte ich nicht mehr raus. Ah, es wird, glaube ich, scheitern an der kleinen letzten Bahn hier. Er ist gleich voll. Oder? Kriegen wir es doch noch hin? Er ist noch nicht auf 99%. Ja, doch, jetzt. Ich glaube, für den kleinen Kram jetzt hier gleich nochmal extra rausfahren. Ah, ne, davon ist auch noch was, ne? Aber es lohnt sich trotzdem, glaube ich, nicht. Dann lasse ich das lieber liegen. So, guck mal. Ah, wobei. Was sind das? Vielleicht 500 Liter, ne? Wenn überhaupt. Komm, wir lassen's. Dann sind wir da schon mal fertig. Gib mir den Kram jetzt hier gleich rein. Dann gucken wir uns gleich nochmal die Werte an von den Feldern. Weil es ist halt wirklich wichtig, dass man diese Umweltboni abkassiert. Da kann man, glaube ich, bis zu 14% bekommen. Je nachdem, was man macht. Was man auf keinen Fall machen sollte, wäre pflügen. Ja. Wenn man aussät, am besten immer mit einer Direktsaat arbeiten. Wobei das mit solchen kleinen Maschinen hier halt sehr schwierig ist. Da müssten wir vielleicht so einen kleinen Kompromiss eingehen. Natürlich Spot Spraying ist wichtig. Dünger, Kalken. Das ist halt auch von extremer Bedeutung. So, sind wir gleich am Hof. Wobei, vielleicht packe ich das jetzt auch bei den Kühen noch mal rein, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Liter ich da drin habe. Lass uns mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe schon eine Fuhre, glaube ich, auch zu den Kühen gefahren, ne, an Gras. Ah, guck mal, 4.000, 47.000, 52. Das passt eigentlich erstmal. Also da will ich erstmal nichts machen, ne? Ist soweit okay. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch mal irgendwann was. Die Polizei haben auch genug Wasser und Stroh. Stroh bräuchten wir vielleicht noch. Gucken wir mal. Was wir da vielleicht noch... Da habe ich kein Stroh mehr. Vielleicht in den Stroh-Einstreuer. Ansonsten müsste ich wirklich noch mal was besorgen. Aber ballentechnisch, glaube ich, hätte ich keine mehr. Da lag hier oben rechts noch was. Da müssen wir gleich mal kurz gucken. Lag da noch Stroh? Nee, ist alles weg. Mit dem Stroh-Einstreuer war, glaube ich, auch alles weg. Ne? Gucken wir hier nochmal. Nee, da lag wirklich nichts mehr. Schade. Gucken nochmal hier vorne kurz, bevor wir es abkippen. Nichts drin, ne? Aber Mist haben wir auch schon hier. Dann kippen wir das mal ab hier. Ich gucke, ob ich da nochmal hochkomme. Fahren wir mal ein Stück vor. Wäre natürlich gut, ne? Mal richtig schön mit ordentlich Schmackes rein da. Schieb, schieb, schieb. Das Schieben verdichten wir natürlich auch schon ein bisschen.
So, jetzt noch den letzten Rest weg. Gucken gleich mal, wie viel Liter wir drin haben an Häckselgut. Wir müssten um die 64.000 Liter sein, ne? Ich lasse das jetzt auch bewusst da hinten hinlaufen. Gut, dann haben wir das fertig. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier den Ladewagen, den stelle ich mal hier so an die Seite. Einmal abkoppeln. Und dann können wir den Fiat nämlich mal hier hinpacken. Und schauen uns nochmal die Felder ein bisschen an, ne? Sehr gut. So. Ja, oder 59.000 Liter. Das sind wahrscheinlich die paar Liter, die dann noch auf dem Feld liegen. Aber der Ertrag war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir haben auch ein bisschen was zu den Tieren reingefahren. Lass uns mal gucken jetzt hier. Bodenwerte habe ich noch gar nichts. Ja, seht ihr auch, wenn man hier drauf geht. Wenn ihr ein bisschen ranfahrt, seht ihr hier die verschiedenen Dinge. Und sagen wir, 40% erreicht. Die komplette Umweltbewertung liegt bei 43%. Ne? Da zählt das Feld 35. Das wäre halt, also hier haben wir nur 35%, 15. Ja. Da müssen wir uns überall drum kümmern. Ne? Das heißt, wir brauchen auch den Isaria Scout. Ne? Wir könnten natürlich auch die Bodenproben so nehmen. Habe ich mir den Scout eigentlich schon geholt? Wir gucken mal. Nee, habe ich noch gar nicht, ne? Das heißt, das könnten wir uns auch noch besorgen. Aber da würde ich sagen, das machen wir mal in einer der nächsten Folgen. Wir gucken uns das Feld. Das muss gedüngt werden. Ja, können wir jetzt sowieso nicht sehen, wie die einzelnen Werte sind. Das müssen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen machen. Aber wir kümmern uns erstmal darum, dass wir uns um ja, das Verdichten kümmern. Tieren geht es soweit ganz gut. Bei den Schweinen könnten wir vielleicht noch ein bisschen Futter besorgen. Muss ich mir mal anschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen, Kommentar schreiben und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.